In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt die Funktionsparameter oder genannt auch Argumente vorstellen. Das kennen wir aus dem C und aus dem Arduino-Programmieren. Wir brauchen sehr oft bei Funktionen auch irgendwelche Parameter, damit diese Funktion ein bisschen personalisierter auf irgendetwas rechnen darf. So, wie machen wir das? Eigentlich ist es ähnlich wie im C. Ich könnte jetzt diese Funktion in addiere 1 umwandeln, damit sie ein bisschen genauer repräsentiert und sagt, was sie eigentlich tut. Und ein Argumentenzahl oder ein Parameterzahl definieren. Was müssen wir jetzt hier alles rumändern? Erstens, diese Zahl hier ist jetzt natürlich anders als diese. Globale und lokale Variablen sind in Python genauso gehandhabt wie im C. Das heißt, diese Zahl ist eine ganz andere Zahl als diese. Das sind zwei, das ist die lokale Variable in der Funktion addiere 1 und das ist hier sozusagen die globale Variable in diesem Python-Script. Also wir fragen wir den Benutzer nach einer Zahl an. Wir nehmen jetzt diesmal nur Integers vor. So, und die Ausgabe sollte eigentlich ähnlich sein, mit dem kleinen Unterschied, dass diese Zahl jetzt nicht hier plus ist, sondern 1 und als Parameter werden wir die Zahl weitergeben und beim Return in der Funktion selbst werden wir sagen Zahl plus 1. Versuchen wir es doch mal. Er sagt, nenn mir eine Zahl, ich sage 12 und er sagt 12 plus 1 ist 13. Immer noch alles korrekt. Was meckert ihr jetzt hier? Undefined named 1. Ah, ist ja auch interessant, dass er es trotzdem konnte. Irgendetwas ist da hängen geblieben. Versuchen es nochmal. Nenn mir eine Zahl. 14, 14 plus 1 ist 15. So, sehr schön. Es gibt allerdings ein paar sehr interessante Sachen, was Parameter in Python angeht. Erstens haben Sie wahrscheinlich gemerkt, ich habe keinen Typen definiert. Genau wie bei allen anderen Variablen definieren wir halt hier keine Typen. Man muss selber aufpassen, dass tatsächlich die Berechnungen oder die Operationen, mit denen man macht, mit den Parametern tatsächlich auch passen zu den Parametern, genau wie bei den anderen Variablen. Ich kann natürlich auch hier mehrere machen. Ich kann sagen, addiere nicht 1, sondern sagen wir mal Zahl und Num. Und dann Zahl plus Num immer berechnen. Das heißt, hier müsste ich immer Zahl und 1 eingeben. Und dann wird das wieder wahrscheinlich funktionieren. Ich sage jetzt 16. 16 plus 1 ist 17. Wäre ja genau das Gleiche. So, es gibt zwei interessante Sachen über Parameter in Python. Erstens sind das die sogenannten Default-Parameter oder voreingestellte Werte. Ich kann jetzt zum Beispiel, hier habe ich ja zwei Parameter, Zahl und Num und ich addiere beides. Ich kann jetzt auch annehmen, wenn Num hat einen voreingestellten Wert von einer 1. Wenn ich jetzt hier die Funktion aufrufe, dann muss ich nicht, kann ich natürlich genau wie jetzt Zahl und 1 aufrufen. Wenn ich aber eine 1 sowieso habe, kann ich das mir auch komplett ersparen. Der wird dann die 1 nehmen. 16 plus 1 ist 17. Das heißt, ich darf manche dieser Parameterwerte auch voreinstellen. Ich kann sie auch alle einstellen übrigens. Dann bei dem Aufruf muss ich allerdings aufpassen, dass ich sie nicht durcheinander bringe. Also nein, nehmen wir mal an, ich habe hier beide habe ich voreingestellte Werte, 10 und 1. Ich darf jetzt diese Zahl auch komplett ohne Parameter, diese Funktion auch komplett ohne Parameter aufrufen. Egal, was ich jetzt eingebe, sagt er eigentlich 11, weil er hier die voreingestellten Werte benutzt hat. Allerdings, was ich nicht machen darf, ist zum Beispiel den Wert von Zahl zu überspringen und danach gleich den Wert von Num zu geben. Wenn ich jetzt 1 mache, raten Sie mal, was er jetzt rechnet. Ich sage jetzt 16, der sagt 16 plus 1 ist 2. Das ist natürlich Blödsinn. Warum? 16 ist ja, was ich eingegeben habe. Was er allerdings rechnet, ist addiere 1 von 1. Diese 1 ist natürlich nicht Num, sondern die Zahl.
Das heißt, er rechnet im Moment tatsächlich 1 plus 1. Das heißt, wenn ich voreingestellte Parameterwerte habe, muss ich dafür aufpassen, dass ich zuerst die Parameter definiere, die keine voreingestellten Werte haben. Das sind die sogenannten obligatorischen Parameter, die muss ich der Funktion weitergeben. Und den Rest darf ich dann auslassen, aber wenn ich eins davon ausgelassen habe, dann muss ich auch den Rest auslassen. Was gibt es noch zu wissen über Parameter? Nicht nur, dass ich die Werte voreinstellen kann. Jetzt machen wir hier ein zweites Beispiel, damit das ein bisschen besser ist. Das reparieren wir erstmal mit Zahl. Sondern ich kann auch die Funktion mit sogenannten Keyword-Parameter aufrufen. Keyword steht für Stichwort, das heißt die Namen selbst. Ich darf mit anderen Worten addiere 1 auch mit den Parametern folgenderweise aufrufen. Zahl ist gleich 12 und num ist gleich 3. Wenn ich das, muss ich jetzt natürlich in ein String umwandeln. Und wenn ich jetzt das ausführe, ist unsere Funktion ziemlich komisch geworden, aber egal, nenn mir eine Zahl, ich sage 15. 15 plus 1 ist 16 und danach wird auch das hier ausgedruckt. Und das war eben 12 plus 3. Der Unterschied ist jetzt, ich habe nicht 12 und 3 einfach weitergegeben, sondern ich habe ganz klar und deutlich gesagt, wer ist die 12, wer ist die 3. Das heißt, coolerweise, ich kann sie auch verwechseln. Ich kann auch zuerst num schicken und erst danach Zahl. Diese Art und Weise kann ich die Reihenfolge der Parameter tauschen und trotzdem kriege ich genau das, was ich brauche. Sagen wir mal hier wieder 16. Hier rechnet er wieder 15, weil es eben 3 plus 12 ist und er rechnet es richtig rum. Okay, ich kann auch diese num3 komplett auslassen und Zahl 12 aufrufen und so weiter und so fort. Probieren Sie das am besten zu Hause, denn sonst ist es ein bisschen langweilig, im Video mir zuzugucken. Sie können tatsächlich die Parameter auf diese Art und Weise mit so ein bisschen flexibler damit arbeiten. Sie dürfen Werte voreinstellen, falls Sie manche Werte sehr oft benutzen und ab und zu möchten Sie aber einen personalisierten Wert benutzen. Und Sie dürfen außerdem die Parameter entweder in der Reihenfolge ansprechen, indem Sie einfach die Werte weitergeben, oder Sie dürfen jeden Parameter benennen, welchen Wert Sie geben können. Was Sie nicht machen dürfen, ist das alles miteinander zu mixen. Das heißt, wenn Sie Stichwort für einen Parameter gegeben haben, dann müssen Sie auch für den Rest sagen, welche das sind. Sonst kommt er durcheinander und gibt Probleme. Dankeschön und viel Spaß mit den Funktionen.